Schwestern und Brüder, ganz neu war für mich die Erkenntnis der letzten Woche, dass es in einer deutschen Schule ein neues Unterrichtsfach gibt, das Glück heißt. Also man kann Glück nicht nur offenbar unterrichten, sondern man kann es lernen. Ich weiß nichts über die Ergebnisse und ob das dann auch alles eintrifft, das weiß ich nicht. Ich vermag es mir nur irgendwie schwer vorzustellen. Es passt aber so ganz in die Haltung unserer Zeit und unserer Gesellschaft, dass man auf alles eben einen Anspruch hat, eben auch auf Glück. Wo kommen wir denn dahin, wenn ich in meinem Leben nicht glücklich werde? Da muss man für sorgen, das muss man lernen und die anderen müssen eben ihren Teil auch dazu beitragen. Ich selber natürlich auch. Auf alles und jedes, so ist die entsprechende innere Haltung, haben wir einen Anspruch. Und man kann das fortsetzen. Das tragische Schicksal von Eltern etwa, die kein Kind bekommen können, ist wahrhaftig kein leichtes Lebensgeschick, sondern ein sehr schweres. Aber alles, was wir heute mit vorgeburtlichen Möglichkeiten organisieren, medizinisch organisieren, hat damit zu tun, dass manchmal sogar der Gesetzgeber formuliert, Frauen haben schließlich einen Anspruch darauf, ein Kind zu bekommen. Und dann muss man eben alles, was medizinisch irgendwie und biologisch möglich ist, auch tun. Gibt es das? Anspruch auf Glück? Anspruch auf ein Kind? Das zieht sich ja dann fort bis hin in gesetzliche Regelungen für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften. Die haben auch einen Anspruch, weil Kinder gehören dann irgendwie dann doch plötzlich zum Glücklichsein. Und wir kennen das in der Kirche auch. Da gibt es auch dieses Denken. Wir konnten in der letzten Woche lesen, dass ein großer Feuilletonist einer bedeutenden deutschen Tageszeitung einem deutschen Bischof die Leviten liest und sagen, ihr werdet euch in der Kirche noch anschauen. Es wird gerichtlich durchgesetzt werden, dass ihr die Frauen nicht weiter diskriminieren könnt, etwa was das Priesteramt angeht. Anspruch der Frauen auf den Altar, auf das Priesteramt. Man schüttelt ein wenig den Kopf, liebe Schwestern und Brüder, denn es gibt keinen einzigen Mann, der einen Anspruch hätte auf ein Priesteramt. Den gibt es nicht. In der Kirche, und das müssen wir heute als ersten wichtigen Schritt lernen, hat niemand auf nichts irgendeinen Anspruch. Wir können das Evangelium heute hören als eine Ausführung des Satzes des Paulus, alles ist Gnade. Alles ist geschenkt. Es gibt keinen Mann, der beanspruchen kann, Priester zu werden. Das gibt es nicht und gab es nicht. Und das ist gut so. Diese Haltung kommt uns heute in der Beispielgeschichte Jesu bei dem Pharisäer entgegen. Der macht alles soweit richtig. Der ist von außen gesehen fromm. Und jetzt beansprucht er, weil er die Spielregeln einhält, erster Schritt, zweiter Schritt, dritter, macht alles richtig. Ein super Typ ist das. So, und tritt mit diesem Anspruch vor Gott und sagt, so, jetzt, bitteschön, Segen her, Gnade her, alles, was du so im Kasten hast, will ich jetzt haben. Habe ich einen Anspruch darauf, habe ich mir verdient. Ich bin ein anständiger Mensch. Ich bin ja eben nicht wie dieser Typ da hinten. Also ich meinte jetzt nicht Sie, wissen schon. Sondern eben der Zöllner, der da hinten steht. Anspruchsdenken. Anspruchsdenken, dass ich wie zunächst ein kleiner Faden durch alle Dinge zieht, gesellschaftlich, politisch, kirchlich. Und Jesus sagt uns heute im Evangelium, nichts ist verwerflicher als das. Und er zeigt uns, weil es eben Jesus ist, nicht nur den Zeigefinger und sagt, so geht es nicht, sondern er zeigt uns das Gegenmodell. Und das lohnt sich, das einmal anzuschauen. Ich will es Ihnen heute noch einmal nahebringen mit einem Dreischritt, der auf den heiligen Bernhard zurückgeht. Mit einem kleinen Wortspiel, das wir im Deutschen fast nachmachen können. Aber es ist nicht so schön wie im Lateinischen. Bernhard geht drei Schritte, die uns in der Haltung des Zöllners deutlich werden.
drei Schritte, die die Kirche jeden Morgen geht, wenn sie jahrtausende lang dem Psalm 51 morgens als einen der Eröffnungspsalmen im Morgengebet spricht. Dieser Dreischritt lautet Miseria, Miserere, Misericordia. Erbärmlichkeit, erbarme dich, Barmherzigkeit. Diese Haltung, Erbärmlichkeit. Dieser Zöllner weiß, er weiß einfach darum, dass er ein erbärmlicher Wicht ist. Und da gibt es nichts dran, schön zu reden, so wie ich das oft genug erfahre, mit meinen Grenzen. Auch als Priester, wenn ich an den Altar gehe, mit einem unvollkommenen Leben, mit vielleicht viel zu vielen Grenzen und Begrenzungen. Erbärmlich. Ein erbärmlicher Wicht, nicht besser als der Zöllner. Und Sie mögen das auf Ihre Situation beziehen, so wie Sie wollen oder können. Die Erbärmlichkeit zu erfahren, das eigene Unvermögen, ist ein sehr wichtiger Schritt. Wer bin ich denn schon? Aber dabei bleiben wir nicht stehen, sondern wir igeln uns eben nicht ein in dieser Erbärmlichkeit und müssen darin verrotten und verkommen, uns nur noch selber anschauen, auch in diesen Begrenzungen, ins Schneckenhaus zurückziehen. Und dann uns selber vergiften, sondern wir werden einen weiteren Schritt geführt, indem wir schon in dieser Erbärmlichkeit rufen dürfen, erbarme dich. Es gibt also eine Adresse, wo wir hin können mit dieser Erbärmlichkeit. Wir können rufen, hilf mir, streck mir deine Hand entgegen, ich komme aus diesem Mist, in dem ich sitze, nicht alleine heraus. Ich kann meine Probleme nicht alleine lösen. Ich brauche eine Hand, die sich mir entgegenstreckt und mir heraushilft. Erbarme dich. Miseria, miserere mei. Und dann ereignet sich immer Misericordia, Gottes Erbarmen. Und zwar nicht, weil es verdient wäre, sondern gerade umgekehrt, weil wir es ganz und gar nicht verdient haben. Weil es so ziemlich nichts in unserem Leben gibt, was wir vorweisen könnten. Weder eine weiße Weste, noch irgendwelche Riesenleistungen, sondern alles ist Gnade. Alles ist Zuwendung, alles Erbarmen Gottes, aus freier Liebe. Weil er mich sieht, weil er mich meint und weil er mich annimmt mit allem, was ich bin. Und was ich oft genug falsch mache. Mit meinen Grenzen und Begrenzungen, mit Dreck und Speck. Die Erbärmlichkeit schließt nicht ein, sondern ist nur ein Start hin zu Gott. Sie wirft mich nicht dauerhaft auf mich selber zurück, sondern öffnet einen neuen Raum über mich hinaus. Jener ging gerechtfertigt nach Hause. Er wird nicht eingesperrt, auch von Jesus nicht, in seine Fehler, in seine Rolle, in sein Nichtssein, sondern er ist gerechtfertigt, weil er an der eigenen Erbärmlichkeit und Unfähigkeit oft genug sich zu ändern und zu bessern leidet, aber weil er dieses Wort noch findet: Gott sei mir Sünder gnädig. Dieser Psalm, auf den ich eben anspielte, Psalm 51, er lohnt sich einmal nachzulesen. Zu Hause. Schauen Sie einmal in der Bibel nach. Da betet David vor Gott, nachdem er sich mit Bathsheba vergangen hatte. Das heißt, inzwischen Ehebruch ist passiert, ein Mord passiert, weil der Ehegatte gestört hat. Er wurde von David aus dem Weg geräumt, sehr geschickt. Der Prophet Nathan hat ihn darauf sehr unsanft aufmerksam gemacht. Und ein solcher ist Gesalbter Gottes, ist König in Israel. Ein Skandal. Aber als solcher betet er, als erbärmlicher Wicht, der er eben auch ist. Lüstern, blutgierig, mordbesessen, wenn es nur den eigenen Zielen dient. So ähnlich gestrickt wie wir. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß. Aber so ein bisschen was davon lebt in jedem von uns. Aber genau diese Erbärmlichkeit ins Wort zu bringen, so vor Gott zu sein und sagen, sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Huld.
dann gibt es dieses reiche Erbarmen, von dem der Psalm spricht. Das reiche Erbarmen Gottes, mit dem er unsere Erbärmlichkeit beschenkt und uns hilft darin, wenn wir nur dieses Wort finden und uns zu eigen machen, dass der Zöllner heute spricht: Gott, sei mir Sünder gnädig.